Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Rune Factory 3 Spezialevents. Es regnet, das nimmt mir so viel Arbeit ab. Boah, ist das geil. Aber es ist auch nichts fertig. Ach doch, es sind Sachen fertig. Oh nein. Ah. Wenn man jedenfalls sehen würde, was das für eine Stufe ist, wenn man die Sachen hier einsammelt. Das sieht man ja leider nicht, wenn man es im Inventar hat. Aber ich habe mir jetzt gesagt... Erstmal, die Gurken kann ich alle verkaufen. Das ist ja schon mal etwas, was ich machen kann. Ja, im letzten Part ein bisschen... ja... unvorsichtig gewesen. Drücken wir es mal so gekonnt aus. Jetzt ja. Level 3, Level 2. Also Level 2 kann ich schon mal verkaufen. Level 3 eigentlich auch. Ja. Weil wenn, dann brauche ich Level 4. Und ansonsten ist hier... na doch, der Mais ist fertig. Der Mais ist fertig. So. Zack. Und das ist jetzt alles fertig. Das ist alles safe. Brauchen wir nichts gießen. Das ist am allerschönsten. Ich kann mir jetzt Blaze holen. Ich kann mit Blaze noch ein bisschen leveln. Aber erstmal hole ich mir... oh, 6 Boote. Armbrot, Zubehörbrot, Waffenbrot, Kochbrot. Weil kochen habe ich hundertprozentig so viel, dass ich da... das ist das Kochbrot, richtig? Erdbeermilch und gegilltes Miso. So, Waffenbrote. Flammenberge, Rückenkratzer und Windschwert. Achso. Please come again. Dann gucken wir jetzt nochmal, was er für ein Level hat. 23. Kurz vor 24. Er darf nur nicht sterben. Das ist halt das Wichtige, dass er nicht sterben darf. Den gehen wir jetzt mal hier unten lang und hoffen einfach mal, dass... hoffen wir einfach mal, dass diese Gegner hier seiner Stufe entsprechend sind. Blaze, du bist nicht gerade der Intelligenteste. Ich hoffe einfach wirklich, dass er überlebt. Ja, aber es levelt ihn nicht so stark. Das Ding ist, dass diese Gegner hier kaum für mich noch Gegner sind. Oh. Das wird jetzt hier echt... ich muss ihn halt irgendwie leveln, ohne dass er drauf geht. Ja, das levelt ihn hier. I'm not fond of alcohol.
Kampf. Beide im Level up. Ja, guck mal, er nimmt schon die Hälfte an Schaden bei einem so einen kleinen Angriff. Welches Level hab ich? 38, der ist doch gar nicht so viel entfernt von mir. 13 Level, macht das echt so viel Unterschied. Und schon ist er down. Einzige gute Nachricht ist, dass er halt auch gleichzeitig levelt, wenn er tot ist. Na komm. Lass ihn in Ruhe. Ich mach dich jetzt so lange platt, bis du kaputt bist. So, das heißt, wenn ich ihm jetzt einen Heiltrank gebe, wovon ich nur noch einen habe. Er ist nicht wirklich eine große Hilfe, würde ich sagen. Weil es halt das Einzige, was ich jetzt so wirklich bekomme, effektiv. Das ist auf jeden Fall schon mal 26. Hilft das, wenn ich das so mache? Ja, das kann helfen. Also, sagen, das Portal nicht kaputt machen. Ich glaube, das Portal zu dir zerstören wäre effektiver. Schön, dass ich aber Level abbekomme immer. Alter, lass ihn am Leben. Es ist nicht gerade ohne. Und ich bin 39, ne? Ja. Zum Glück habe ich die gerade für dich abgefangen, ja? Was ich auch ärgerlich finde, dass er nicht, wenn er ein Level abbekommt, wieder volle Energie kriegt. Oh, den Wein nehme ich mit. Ups. Das war jetzt eigentlich so nicht geplant. Warte mal, habe ich noch Wein? Behalt einen gut. Damit töte ich ihn. Ich habe ihn getötet. Ich Idiot. Ja, das muss man echt mal nachmachen, seinen NPC selber zu töten, ne? Einfach mal drauf los und dann wird schon schief gehen. Ich bin schon fast jetzt Stufe 40 und er. Ja, nee, ist klar. Hast du den zum Schlafen gebracht?
Juhu! Im Level Up kriegt ihr auch mehr Energie. Alter, da unten ist noch was, glaube ich. Ja. Das ist natürlich dann doof, ne? Ja, ist klar. Ja. Tut mir leid, ich muss bald zurück und geht schon, ne? Die Frage ist halt, welches Level braucht er, damit er hier ein bisschen länger überlebt? Oder muss ich ihm eine Rüstung schmieden, damit er länger überlebt? Wäre natürlich ein Lösungsansatz. Und eine Überlegung wert. Ding ist, das muss ich halt wieder gießen, ne? Ah ja, klar. Mal auffüllen. Ich würde sagen, Geld habe ich jetzt genügend. Was jetzt als nächstes fehlt, ist dann eher so mehr die Sache. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Equipment. Ausrüstung. Warum? Geil. Manchmal bin ich einfach verpeilt. Ja, komm, sammel einen. Alles schön einsammeln hier. Ich würde halt jetzt noch gerne wissen, was ich immer fürs Klaps bekomme, aber das, ja, kennen wir ja alles schon aus. Die Standard Rune Factory teilen. Insofern brauche ich mir da gar keine Hoffnung machen. So. Meine Tasche noch leeren. Habe ich noch. Nerv. Danke. Das kann erstmal wieder rüber, der lodernde Stab. Irgendwas, nein. Der Rest kann. Falsch. Hier bin ich richtig. So. Okay, halten. Wir gehen wieder zu ihm. Ich möchte ein Rezept lernen. Vier Stück. Ich nehme alles mit. Na komm. Oh, das ist immer manchmal ein bisschen komisch. Getrocknete Sardinen.
Sashimi. Onigiri. Ja, ich weiß endlich, wie ich Onigiri mache. So, den haben wir jetzt mit. Gucke ich ganz kurz, ob ich irgendeine Rüstung für ihn machen kann. Irgendwas Rüstungstechnisches. Vielleicht habe ich auch noch was hier drin. Magieabwehr. Okay, ich habe hier nichts drin. Arbeitshandschuhe, Angriff plus 15, Abwehr. Machen wir einfach mal ein paar Arbeitshandschuhe. Notfalls kann ich es ja verkaufen. Das hat mir leider kein Skill abgebracht. So, was war das jetzt? Wie sieht das aus? Ja, Arbeitshandschuhe hat er angelegt. Schön. Er ist echt nicht gerade der Stärkste. Wie groß darf meine Gruppe eigentlich sein? Darf ich zwei Leute mitnehmen? Okay, nein, darf ich nicht. Ich hab schon jemanden dabei. Mist. Das ist natürlich dann ungünstig. Achso, er mag gar keinen Alkohol. Erwischt er mich? So, und da war auch noch einer. Halten wir. Komm, bevor du mir wegstirbst. Ah, da ist das. Da ist die Quelle. Aus. Stufe 28, dann wäre er 29. Ich bin schon Stufe 40. Kommen wir dann auf die 41. Ah, es könnte funktionieren, es könnte. Ja, war ich das jetzt oder war... Der überlebt verdammt lange, ne? Macht er mehr Schaden wie ich? Oh. Das ist Level Up für mich, ne? Weiß ja nicht. Wenn du im Hintergrund bleiben würdest, wäre das ganz praktisch. Ich
weiß halt nicht, was die für eine Energie haben, ne? Für ein Level haben. Na gut, gleich ist er 30. Ist er 30, aber... Ich glaube, er hält immer noch nicht viel... Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, er hält immer noch nicht viel aus. Probieren wir es einfach. Mehr als verlieren können wir nicht. Und da kippt er schon um. Yep. Erholungstrank, ich habe eigentlich nichts, um mich wirklich aufzuwerten. Alter, was habe ich für ein Glück? Ich fühle mich manchmal echt richtig mies. Ja, schön, dass du lachst. Du hast doch eh gleich ab. Oh. Ich muss den echt leveln und ach, also welche Sachen. Kann ich jetzt Onigiri herstellen? Was brauche ich für Onigiri? Hier ist eigentlich Onigiri im Topf erwartet. I'm not fine. Reis. Reis. Wo kann ich Reis kaufen? Die Grundnahrungsmittel, das du bei keinem Abendessen fehlen darf, passt gut zu anderen Gerichten. Ja, er haut doch eh gleich ab. Nein, hier dürfte ich es kaufen, aber es ist nicht da. Bis 18 Uhr. Ich drehe durch. Aus der Gruppe entfernen. Man sieht sich. Ja, tschüss. Ja, Leute, hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das dachte. Ich danke euch trotzdem fürs Einschalten. Sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor rein. Tschüss.